Servus und willkommen zu einer neuen Folge Super Meat Boy. In der letzten Folge haben wir Rapture abgeschlossen und diesen blöden Boss besiegt. Ja, der war ein bisschen anstrengend. Ich glaube, wir haben knapp 20 Minuten dafür gebraucht. Aber es geht ab in die Dark World und ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig Schiss. Ja, ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Einmal Meat Boy und los geht's. Alles klar. Einmal so. Okay, das kann man, denke ich, besser lösen. Und zwar so und hoppala. Okay, wenn ich da noch ganz kurz schildern... Ja, wenn ich da noch ganz kurz... Ja, wenn ich da noch ganz kurz chille, dann kann ich da, glaube ich, so drüber. Okay, einmal hier so durch. Boah, ist das übel, okay. Muss ich da überhaupt hin? Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was ich da genau machen muss. Okay, Bandage Girl ist da oben. Vielleicht sollte ich auch erstmal an die Wand unten drunter. Nee, die Dark World, die ist schon ein wenig knackiger als gedacht. Okay. Beziehungsweise habe ich sie schon mehr oder weniger so erwartet. Na, krasse Scheiße. Abwärts habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht. Das heißt, wir haben da keinerlei Übung drin. Okay. Nein. Das war ein bisschen enger als der obere Bereich. Kam mir zumindest so vor. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist. Aber das ist übel. Ach komm. Kann ich da vielleicht irgendwie andersherum durch? Wäre jetzt mal interessant zu wissen. Boah, ist das übel. Komme ich da vielleicht irgendwie mit Okmo hoch? Direkt zu Bandage Girl? Ach komm, Sinan. Was ist denn da los? Ich habe jetzt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, seit ein paar Tagen kein Meat Boy mehr gespielt. Ich glaube, ich muss einfach mal wieder reinkommen. Vielleicht hätte ich vor der Aufnahme noch mal ein paar alte Levels spielen sollen. Okay. Na, das gibt's doch nicht. Übel. Mich würde mal interessieren, wie es da unten noch weiter ausschaut. Ich habe leichte Befürchtungen, dass es da unten mindestens genauso übel ist wie hier oben. So. Ach Gottchen, warum klebt er dann direkt an der Wand fest? Ich habe eigentlich versucht, die Wand nicht zu berühren, weil ich dann eventuell ein bisschen besser dort vorbeikommen dürfte. So, mal schauen. Ach komm. So, der Teil hier, der klappt ja inzwischen schon mal einigermaßen. Okay. Das klappt auch. Ich warte jetzt einfach. Nein, was tue ich? Verdammt. Da sage ich warte und dann laufe ich los. Das kann doch nicht wahr sein. Wahnsinn. Aber der Teil, der klappt jetzt auf jeden Fall. Ja, bis auf das liebe Sägeblatt. Okay. 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 Boah, ist das übel. Bin ich aber gespannt, wie lange wir hier noch brauchen. Also es fügt sich langsam zu einem Ganzen, aber... Ja, da muss ich noch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe mir übrigens, wann war das? Gestern ein Speedrun angeschaut, wo einer in Super Meat Boy die Light Worlds, also zumindest 17 Level in jeder Light World, sodass man die Bosse besiegen kann, insgesamt in allen 6 Welten in... glaube ich, knapp 18 Minuten gemacht hat. Also das ist echt übel. Die Dark Worlds waren da nicht drin, also habe ich mich da nicht gespoilert. Keine Sorge. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das richtig krass. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass man das so schnell schaffen kann. Der ist ja teilweise in 2 Sekunden durch ein Level durchgelaufen. Also das ist richtig übel. Da bin ich noch meilenweit von entfernt. Die meisten Level sehe ich ja eh erst zum ersten Mal. Also ich habe... Wie gesagt, das Spiel ist blind. Ich habe es einmal beim Emero gesehen, habe ich ja schon mal gesagt, aber das ist jetzt auch schon 1,5 oder 2 Jahre her. Also das ist wirklich, da erinnere ich mich an kaum irgendwas. Die Kitty macht eh keine Dark Worlds. Ach komm. Ich würde sagen, 1, 2 Versuche noch und dann schauen wir mal weiter in die nächste Welt. Das wird nämlich, glaube ich, gerade ein bisschen extrem übel anzuschauen. Okay. 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 Okay.
Nein! Fuck, ich hätte von unten abspringen müssen. Aber gut, jetzt hat mich gerade wieder der Ehrgeiz gepackt. Ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, das schaffen wir. Ja, super gemacht, Sinan. So, hoppala. So. Ich würde halt interessieren, ob ich irgendwie anders an Bandage Girl rankomme. Na. Oh, jetzt, warte mal. Jetzt würde ich das mal gerne hier mit unserem lieben Fly Ranch probieren. Okay. Nein. Also A plus wird das mit Fly Ranch, glaube ich, eh nicht. Nee, da kommen wir auch nicht mit Fly Ranch ran, okay. Gut, dann vielleicht nochmal mit Ogmo probieren, aber ansonsten würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall mal weiterziehen. Okay. Klappt. Nee, aber Ogmo kommt gar nicht so hoch. Nee, okay, dann würde ich sagen, zurück zur Karte. Fängt ja schon mal gut an. Also nicht mal A. Geschweige denn A+. Ja. Nee, da komme ich nicht hoch, okay. Kann ich vielleicht so einen Mega-Impuls nutzen davon? Also so einen extremen Impuls. Nee, da geht gar nichts. Ich musste aber rüber. So wie es ausschaut. Hm. Okay. Vielleicht mal mit Fly Ranch oder so? Nee, da kommen wir nicht hoch, Freunde. Da kommen wir nicht hoch. Ich habe gerade irgendwie... Ach, waren wir gerade mit Ogmo unterwegs? Waren wir gerade mit Ogmo unterwegs? Oder war das sogar Meaty? Ich habe keine Ahnung. Wie soll man denn da rüberkommen? Wahnsinn. Ja gut, mit Ogmo könnten wir es vielleicht schaffen, wenn Ogmo den Impuls nutzt. Okay. Alter. Okay. Nee. Boah, ist das heftig. Was ist denn das für eine Dark World, bitte? Übelste Scheiße, Wahnsinn. Okay. Boah, ist das heftig. Das gibt's doch nicht. Okay. Boah, ist das heftig. Da kommen wir niemals mit in einer A-Plus-Zeit durch. Heftige Scheiße. Nein, das hätte sogar hinhauen können, wenn ich den Doppelsprung aufgespart hätte. Okay, jetzt hat mich mal wieder der Ehrgeiz gepackt. Ja, so wird das natürlich nichts. Boah, das wird so eine unerfolgreiche Folge, Freunde. Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach nur heftig. Das gibt's doch nicht. Wie habe ich denn das gerade eben gemacht? Nee. Übel. Okay. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Nee. Okay. Alles klar. So, jetzt schauen wir mal. Boah, da komme ich doch niemals hoch. Was ist das denn für ein heftiger Schmarrn? Hm, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, das ist machbar. Ich glaube, das ist machbar, Freunde. Ein Level will ich zumindest schaffen. Das ist ja peinlich. Okay. Ich glaube sogar tatsächlich, dass Ogmo hierfür der Richtige ist. Ah, oh, das hätte ich nutzen müssen. Das hätte ich nutzen müssen. Nee, das hätte ich definitiv nutzen müssen. Das muss irgendwie anders gehen. Also A+ wird das hier definitiv nicht mehr. Ja, tatsächlich. Okay. Das könnten wir sogar in A+ schaffen. Das könnten wir sogar in A+ schaffen. 17 Sekunden. Ist eine extrem üble Zeit, aber ich werde es jetzt einfach mal versuchen.
So, 17 Sekunden. Nee, das 17 Sekunden können wir, glaube ich, vergessen, Freunde. Na, das war natürlich ein Fail. Ich muss die linke Wand dazu benutzen. Das war auch ein Fail. Oh, übel ist das heftig. 17 Sekunden. Das ist doch einfach nur noch geisteskrank, ganz ehrlich. Nee, das kann in 17 Sekunden mit Ogmo nicht hinhauen. Das kann in 17 Sekunden mit Ogmo nicht hinhauen. Das müssen wir irgendwie mit Meat Boy schaffen. Nee. Okay. Okay. Okay, mit Meaty kann das klappen. Aber wir müssen hier die Wand halt extrem sinnvoll nutzen. Ansonsten klappt das nicht. Also so... Na, dieser Controller macht mich fertig. Ach komm, bring dich um, Meat Boy. Wenn du schon so trödelst, hat das absolut keinen Sinn. Okay. Nee, 17 Sekunden sind absolut unmöglich, Freunde. Okay. Nein! Okay, es kann tatsächlich klappen. Nichts mit unmöglich, sondern es ist möglich. Aber irgendwie muss ich da... Das muss doch irgendwie besser gehen. Irgendwie so und dann... Nee. Okay. Boah, ist das heftig. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee. Boah, ist das heftig. Nee, das haut so nicht hin. Ich muss da irgendwie anders in diesen Impuls reinspringen. Sonst komme ich da nicht über dieses Sägeblatt. Das ist echt ein bisschen frustrierend. Nee. Üble Scheiße, ganz ehrlich. Gut, wir hätten jetzt im Prinzip A und A+, könnten wir uns auch später holen, aber irgendwie schaffen wir aktuell gar kein Level. Nee. Puh. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Übelste Scheiße. Okay. Warum um Himmels Willen komme ich da nicht hin? Soll ich da vielleicht die linke Wand mit nutzen? Ich will das jetzt schaffen. Jetzt hat mich doch der Ehrgeiz gepackt. Jetzt haben wir hier aber schon mehr oder weniger alle Sägeblätter rot gemacht. Okay. Alter. Und es war die kaputte Bandage Girl. Ich flippe aus. Yeah, baby. Na, da haben wir ja doch irgendwas erreicht in dieser Folge. Das freut mich dann doch wieder. Und 7 Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Einmal versuchen wir das, denke ich. Ein einziges Mal versuchen wir das. Okay. Also quasi einmal 3 Leben natürlich. Schaut jetzt aber auch nicht unbedingt extrem schwer aus. Das ist wiederum nur so eine Timing-Sache, also... Ja. Gut, dann lassen wir mal die Bandage Girl. Ach, in Level 9 hatten wir keinen A+, so wie es ausschaut. Deswegen können wir die in der Dark World gar nicht zocken. So, wo sind... Hallo? Achso, links ist ein Schlüssel, okay. Das kann klappen, Freunde. Das kann klappen. Diese Teile sind echt übel. Das zieht und drückt und schiebt und alles Mögliche. Okay. Alles klar. Boah, ist das heftig. Da muss man die Teile echt extrem durchblicken, dass man da überhaupt irgendeine Ahnung für bekommt, wie man da genau durch muss. Na, Meaty, spring doch. Übel. Übelste Scheiße einfach nur.
Okay. Nein! Es lief doch so extrem gut. Aber gut, vom Timing her scheint es zu gehen. Vom Timing her scheint es zu gehen. Na. Das muss ein bisschen enger an der Kugel sein, dass ich hier perfekt rüberkomme. Nee. Wie wollen wir das machen, Freunde? War da eine Libelle oder so? Da ist tatsächlich eine Libelle. Ne. Weiß halt vor allem die A-Plus-Zeit nicht. Die hätte ich vielleicht mal in Erfahrung bringen sollen, bevor ich hier blindlings reinlaufe. Gut, der Part passt jetzt auf jeden Fall schon mal. Das gibt's doch nicht. Okay. Okay, das kann in dem Tempo kann's klappen. In dem Tempo kann's klappen. Ich muss aber hier sehr nah an dieser Kugel durch, dass ich hier perfekt drüber komme. Okay, das war wieder viel zu langsam. Ne. Krass ist das heftig. Nee. Komme ich hier vielleicht so besser rüber? Nee, das schubst mich direkt auf den Boden zurück. I have problems, my friends. I have big problems. Boah, leck mich. Lecco mio, Freunde. Lecco mio, Wahnsinn. Übelste Scheiße, ey. Nee, ich hab sowas absolut nicht drauf. Nee. Okay. Okay. Wie soll das klappen? Wie zum Geier soll das klappen? Das ist doch einfach nur noch übelste Scheiße, Mann. Boah, ist das heftig. Komme ich vielleicht über hier oben irgendwo hin? Nee, oder? Gibt's vielleicht irgendwo eine Warp-Zone oder so? Nee, hier gibt's gar nichts. Boah, das ist wirklich heftig, Freunde. Das ist echt heftig. Also da links geht's einigermaßen, aber rechts scheiße ich mir gerade richtig einen ein. Übelste Scheiße. Übelste Scheiße. Übel. Einfach nur übel. Okay. Okay. Wow, scheiße. Wow, ist das heftig. Boah, ist das heftig. Also mit A-Plus wird das unter Garantie nichts, aber wirklich. Wie habe ich das dann gerade eben gemacht? Ne. Ich habe noch nicht so wirklich raus, wie diese Kugeln hier reagieren. Krasse Scheiße, ey. Ne. Diese Impulskacke, die macht mich kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich absolut noch keinen Überblick, wie das hier funzen soll. Ja, ich meine, wenn es oben ist, drückt es mich nach unten. Und wenn es unten ist, drückt es mich nach oben. So viel ist mir schon klar, aber... Wobei, das kann eigentlich hinhauen. Ach komm, mach doch nicht so einen Schmarrn. Jetzt war es gerade einigermaßen gut und dann baust du so eine Scheiße. Wahnsinn. Na, das ist ja heftig. Das ist echt übel, Freunde. Ich bin ein wenig überfragt. Also es ist definitiv machbar, natürlich. Kein Ding, aber... da muss es doch irgendein perfektes Timing geben. Boah, leck mich.
Ganz ehrlich, die linke Seite ist okay, aber die rechte Seite ist übertrieben. Hab keine Nerven dazu, ganz ehrlich. Wahnsinn. Ja, hör doch auf mit so einer Scheiße, ganz ehrlich. Ah, okay. Ah, got it. Ich darf gar nicht springen. Ich darf nicht springen. Das ist des Rätsels Lösung. Ne, da bin ich schon wieder gesprungen. Das war total unnütz. Das muss gar nicht sein. Ich muss ganz kurz warten. Und dann kann ich da quasi halb durchschweben. Hab ich das Gefühl. Wie habe ich das denn gerade eben gemacht? Nee. Kranker Scheiß. Ich versuche es jetzt nochmal von hier oben aus. Nee, okay, da drückt es uns nach oben. Wie habe ich das denn vorhin gemacht, bitte? Gut, ein oder zwei Versuche noch und dann ist erstmal Schluss, weil Zeit ist eh voll. Übelste Scheiße, ey, Wahnsinn. Okay, letzter Versuch. Da bin ich doch vorhin... Ach komm, hör mir auf. Ja, wunderbare Folge. Ein Level haben wir geschafft. Ich bin stolz auf mich. Ich wünsche euch was, Freunde. Bis zum nächsten Mal.